Beim Investieren geht es darum, dort zu investieren, wo die Welt sich hinbewegen wird, nicht wo sie heute ist. Es geht also darum, die Themen von morgen zu erkennen und zu überlegen, welche Firmen die Welt von morgen heute schon gestalten. Die immer weiter wachsende Weltbevölkerung muss ernährt werden. Und wir gehen nicht gut mit den Ressourcen des Planeten um. Wir nutzen die Oberfläche des Planeten, die Biodiversität, nicht wirklich gut. Wir werden neue Wege finden müssen. Es ist nicht vorstellbar, dass wir mit unserer heutigen Viehwirtschaft die gesamte Welt ernähren können. Die Entwicklung Richtung vegetarische oder vegane Lebensmittel ist voll im Gange. Da wird wesentlich mehr kommen. Wir werden beim Saatgut einiges anders machen müssen und die Entwicklung vorantreiben, sodass wir auch dürreresistentes Saatgut bekommen, das in vielleicht trockener werdenden Regionen auch gut funktionieren kann. Und wir werden die Verluste, die wir beim Transport von Lebensmitteln haben, dadurch reduzieren können, dass wir die Gewächshäuser in die Innenstädte holen. Ich kann mir große Tomatenfarmen vorstellen, mehrstöckig mit Robotern betrieben, die Bedüngung, die Bewässerung, punktgenau auf die einzelne Pflanze hin. All das sind Rieseneffizienzvorteile, die wir dort erwarten können. Gut ernährt wollen wir alt werden und dabei gesund bleiben. Und da haben wir verschiedene Ansatzpunkte. Das ist die personalisierte Medizin, die Diagnostik, zu wissen, welches Krankheitsbild liegt bei mir vor. Und das haben wir gerade jetzt in der Pandemie erlebt, wie die Diagnostik sich rapide, schnell weiterentwickelt hat. Das wäre vor einem Jahr kaum vorstellbar gewesen. Und das können wir auch für andere Krankheiten erwarten, sodass nicht mehr der Arzt unspezifisch irgendetwas gegen einen grippalen Infekt verschreibt, sondern wirklich sagt, du hast Virus A oder Bakterium B und das werden wir bekämpfen. Wir werden dann in der medizinischen Entwicklung weiterkommen. Die ganze Biotech-Entwicklung wird sich weiter beschleunigen, nämlich genau zu wissen, wo im Körper tut sich was und haben wir irgendwo einen Ansatzpunkt, um eine bestimmte Krankheit wirklich punktgenau, vielleicht sogar patientengenau zu behandeln. Und schließlich der Punkt Operationsroboter, die schonender und besser operieren können, als der Mensch es heute kann. Heute schon sehen wir beim Zahnarzt, welche Fortschritte die Behandlung gemacht hat in den letzten Jahren. Aber auch bei Operationen am Körper sind die Roboter zunehmend im Vormarsch. Ich hatte das Thema Künstliche Intelligenz angesprochen in der Pharmaentwicklung, aber das Thema wird uns überall begleiten. Es wird überall irgendwo drinstecken. Es wird unsere Arbeitswelt verändern. Das sehen wir an den Fabriken, dort wo die Roboter heute schon die Produktion übernehmen, selbstständig Glasgreifen einsetzen, Teile montieren. Wir sehen es auch in der Arbeitswelt am Schreibtisch, wo wir heute gerne per Video miteinander kommunizieren. Vor 2 Jahren war das im Grunde unvorstellbar. Die AI hat auch Einsatz im Bereich der Medien, in der Filmproduktion, in der Musikproduktion, in der Bildgestaltung. Und diese bildgebenden Verfahren, diese Bildtechniken sehen wir dann wiederum beim selbstfahrenden Auto wieder, wo die verschiedenen Radare erkennen, welchen Weg das Fahrzeug nehmen muss, um sicher ans Ziel zu kommen. Die ganze Elektronifizierung unseres Lebens sehen wir auch in der Blockchain. Für viele noch nicht ein rotes Tuch, aber eine Terra Incognita. Was ist denn das eigentlich? Bitcoin haben wir schon gehört, Ethereum haben wir auch schon gehört. Und dann hört es meistens auf. Da entsteht gerade ein Ökosystem unterhalb oder parallel zum heutigen Banksystem, das die Welt verändern wird. Wenn ich heute eine Überweisung mache aus meinem Coinbase-Konto an einen anderen Kollegen, dann ist da keine Bank mehr im Spiel. Das geht von Wallet zu Wallet direkt, ohne dass die Buchungssysteme der Banken dahinter stehen. Wenn ich das im Wertpapierhandel machen könnte, direkt eine Aktie kaufen, unmittelbar setteln in der gleichen Sekunde, könnte ich mir die komplizierten Abwicklungswege von heute ersparen. Und ein großes Thema, das uns wirklich alle betrifft, das ganze Bereich Nachhaltigkeit. Und gerade in diesen Jahren das Thema Klimawandel ganz im Vordergrund. Wir müssen die Treibhausgase reduzieren. Wir können das sehr gut tun, klar mit der Elektromobilität. Das ist ein Thema, mit den erneuerbaren Energien ein weiteres Thema. Aber darauf aufbauend auch die ganze Wasserstoffwirtschaft, die chemische Reaktionen umweltfreundlicher gestaltet, als sie es heute sind. Dazu sind große Investitionen erforderlich. Die Stromnetze müssen erneuert werden. Wir brauchen Pipelines. Und an all diesen Stellen sind unsere Investitionen gefordert. Das sind nicht die Branchen von gestern, das sind Branchen von morgen. Wir wollen damit Geld verdienen. Das kann man auch
Das sind teilweise sehr ertragsstarke Branchen. Und wir wollen uns heute schon dort positionieren, wo die Welt sich morgen hinbewegen wird.